Unberührte Natur, mitten im Herzen Deutschlands. Andreas Kieling macht sich auf den Weg, unsere Heimat neu zu entdecken. Auf der Spur der Grenze, die das Land ehemals teilte. 20 Jahre ist es her, dass die Mauer fiel. Auf ihren Trümmern ist unbemerkt ein Paradies herangewachsen. Es ist ein Weg voller Entdeckungen, auf der Fährte der Natur, unterwegs mit Tieren und Menschen. Es ist das Abenteuer Deutschland. Tag in Berlin, der Geschichte schreibt. Die Erstürmung der Mauer im Oktober 1989 war für viele Berliner die Verwirklichung eines nie gewagten Traums. Seit 20 Jahren wachsen Ost- und West-Berlin zusammen. Gemeinsam mit Hündin Cleo will Andreas Kieling das neue Berlin entdecken. Der Abriss der Mauern rund um das alte West-Berlin gibt auch der Natur neue Entfaltungsmöglichkeiten. Heute ist der Alexanderplatz Dreh- und Angelpunkt einer vereinigten Metropole. Andreas erreicht Berlin Mitte durch den Tiergarten, der schon immer die grüne Lunge Berlins war. Als die beiden das schützende Grün verlassen, stehen sie mitten in der Großstadt. Das ist schon ein sehr spezielles Gefühl, aus einem Wald herauszutreten, auf eine Art Lichtung zu kommen und auf einmal in einer Weltmetropole wie Berlin zu stehen. Hier im Tiergarten hat es früher schon sehr viel Wild gegeben. Die Kurfürsten und Landesfürsten haben hier gejagt. Heute ist Berlin immer noch sehr wildreich. Es gibt Wildschweine, Kaninchen, viele Vogelarten. Ich bin mal ganz gespannt, was mich in der Stadt erwartet. Cleo leidet schon jetzt an Reizüberflutung. Im ehemals ostdeutschen Bezirk Mitte vermischt sich deutsche Geschichte mit den bewegenden Impressionen einer modernen europäischen Hauptstadt. Die Weltzeituhr ist fast so berühmt wie der Fernsehturm. Andreas hat einen persönlichen Bezug zum Alexanderplatz. Ich erinnere mich noch genau, als ich als Achtjähriger mit den jungen Pionieren aus Thüringen komme, das erste Mal hier in Berlin war, kam uns das hier vor wie Manhattan. Das war Großstadt, hier wehte eine ganz andere Luft, ein ganz anderer Duft. Und ausgerechnet, als wir das erste Mal hier waren, wurde diese große Kugel vom Fernsehturm auf den Betonpfeiler gesetzt. Das passierte mit einem riesigen russischen Lastenhubschrauber und mit einem großen Kran. Die Kugel wurde in Teilen montiert. Und sie war ja auch das Symbol der DDR an Größe, an Macht, an Stärke, denn sie überbot alles, was bis dahin in Deutschland gebaut wurde. Ein ehrgeiziges Prestigeobjekt der damaligen DDR-Regierung, dessen Fertigstellung 1969 weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Noch heute ist der 368 Meter hohe Turm das höchste Bauwerk Deutschlands. Cleo freut sich sichtlich auf das andere Gesicht einer Weltstadt, den Dschungel abseits des Betons. Ihre Wanderung führt die beiden zunächst Richtung Süden, entlang der Havel, die einst Ost und West teilte. Auf unserer Wanderung entlang der alten Westberliner Grenze treffen Cleo und ich immer wieder auf den Berliner Mauerweg. Dieser Weg war zwar nicht direkt die Grenze, die verlief zum Beispiel im Westen Berlins mitten durch die Havel. Auf der anderen Seite ist schon Potsdam. Aber bis heute ist er immer noch bei den Berlinern sehr beliebt und ist natürlich ein historisches Zeugnis. Hallo. Ah. Hallo. Uns gefunden? Ja, gerade so. Das ist Dirk Ehlert, Wildtierbeauftragter des Senats von Berlin. Langer Titel. Ja, wohl. Andreas, hallo. Ich bin Dirk. Gut. Ja, so ein Hund zum Beispiel wie diesen hier, Cleo, glaube ich, heißt er, ne? Ja, genau. Den könnte ich jetzt gut gebrauchen. Zu viele Wildschweine hier im Schilf. Genau, wir haben hier ja im Unterhavelbereich, da sind wir auch ziemlich stolz drauf, ganz viel Röhricht angepflanzt. Da gibt es ein eigenes Röhrichtschutzprogramm.
Und das finden auch die Schweine toll. Und die verstecken sich da drin. Und jetzt haben wir ein Problem, weil die Schweine ihrerseits da nicht raus wollen und wir unsererseits aber auch das Schilf behalten wollen, sondern sich weiter in die Havel reinwachsen und da strecken. Und jetzt bräuchte ich eigentlich Cleo, um mal zu sehen, wo die eigentlich die Schweine rein- und rauswechseln. Genauso wohl wie die Wildschweine fühlen sich auch Singvögel wie der Weidenrohrsänger und die Goldammer an der ehemaligen Grenze. So, das sind diese Schilfflächen hier und die wollen wir natürlich von den Wildschweinen schützen. Und ja, guck mal hier, siehst du auch ganz frisch Sauenspuren. Oh ja. Die laufen hier am Ufer lang und drücken sich gerne hier in das Schilfgebiet rein, brechen das Schilf kaputt und dann haben wir ein echtes Problem. Ja. Die fühlen sich wahrscheinlich hier auch sehr sicher, ne? Und finden noch Strandgut, was man fressen kann. Ja. Gibt's aber jede Menge fressbare Sachen, auch mitunter tote Fische. Ja. Die gehen hier natürlich ab, diese Uferzonen, und suchen sich dann ihre Nahrung. Dirk Ehlert folgt seiner Nase. Riecht intensiv nach Wildschwein, aber man sieht sie nicht. Ah, es duftet wieder ganz stark. Gehen wir rein. Tagsüber ziehen sich die meisten Wildschweine in die Wälder zurück. Auch Cleo hat noch nichts gewittert. Glaub mir, wenn hier ein Wildschwein wäre, die Cleo würde das sofort ja? in der Nase haben. Ja. Eigentlich wäre das der ideale Diensthund für dich. Ja. Erste Spuren zeigen, dass die Schweine nicht weit sein können. Das ist der Lieblingsmalbaum hier, der Wildschweine? Ja. Ja. Also hier mit den scharfen Eckzähnen schlitzen die Wildschweine die Rinde auf, sodass der Harz rausläuft. Und dann präparieren sie sich ihr Fell, indem sie sich dann die Schwarte mit dem Harz einschruppern. Das bleibt doch schon hin und wieder mal ein Haar dran kleben, ne? Genau. Klar. Und danach gehen sie in die Sule oder in den Wannsee. Richtig. gehen die in den Wannsee zum Baden hier? Ja, nicht nur zum Baden, die schwimmen auch quer rüber. Ja. Manchmal sind sie auch direkt bei den Badegästen drüben am Strandbad. Schöne Borste. Mhm. Früher haben ja die Menschen das als Zahnseide genommen. Und als es noch keine Zahnseide gab, haben sich damit die Zähne gereinigt. Bis zu 5000 Wildschweine soll es im Berliner Stadtgebiet geben. Und diesmal verfolgen Dirk und Andreas eine heiße Spur. Cleo zieht wie so ein Ziegenbock. Die kann nicht so zu Schweine riechen. Ja, Cleo hat die Wildschweine in der Nase. Und die sind hier direkt vor uns. Wir sind direkt im Stadtwald von Tegel, nur 100 Meter von hier entfernt. Ist die Grenze zu den ersten Siedlungshäusern. Da steht einer. Da steht einer. Das ist ein Überläufer. Oh, hält die Teller auf. Da ist noch einer. Da. Stimmt. Psst, Cleo. Sitz. Noch sitz. Sitz. Wir sind ja hier im Stadtwald, also unweit von den Siedlungen. Und die Tiere fühlen sich hier zu Hause. Und hier sind manchmal bis zu 50 Tiere im Stadtwald. 50 Wildschweine. Guck mal, Cleo hat Jagdfieber, wie die zittert. Ja, stimmt absolut. Und die Nähe des Flughafens, der Autobahn, der großen Siedlung, das stört sie alle nicht. Überhaupt nicht. Man hört ja, wir sind unweit des Flughafens Tegel. Ja. Es ist laut, es tobt. Drumherum sind Autobahnen und die Wildschweine fühlen sich pudelwohl. Ja. Die Berliner Wildschweine haben sich an Menschen gewöhnt. Seitdem die Mauer gefallen ist, haben sie noch mehr Platz, sich frei über die ganze Stadt auszubreiten. Doch so süß die Kleinen auch sind, eines Tages werden sie, wie ihre Eltern, Gärten durchwühlen. Ein Ärgernis für Pflanzenfreunde. Andreas zieht es weiter an den Wannsee, die Grenze zu Brandenburg. Zu DDR-Zeiten bot der zweitgrößte See Berlins eine bedeutende Schiffspassage für den Güterverkehr durch den Teltowkanal bis nach Hamburg. Heute ist der Wannsee ein Eldorado für Freizeitkapitäne. Seltsamer Wind hier auf dem Wannsee. Mal kommt er von Steuerbord, mal von Backbord. Da hinten ist das berühmte Freibad vom Wannsee. Pack die Badehose ein und das kleine Schwesterlein. Und dann geht es ab nach Wannsee. Ah. Volle Fahrt voraus. Andreas steuert die historischen und landschaftlichen Highlights an. Da hinten ist der alte Horchposten der Alliierten. Aber eigentlich will ich ganz woanders hin, nämlich zur Insel Imchen und später noch auf die Pfaueninsel. Der Wannsee ist so ein bisschen tricky, da muss man aufpassen. Der wird schon ziemlich flach, ich denke, ich fahre mal eine Wende, sonst laufen wir hier noch auf Schlick. Na komm schon. Andreas' erstes Ziel ist die kleine Insel Imchen.
eine wertvolle Rückzugsstätte für Berlins artenreiche Vogelwelt. Das Betreten ist streng verboten, auch für Andreas. Das hier ist die Insel Ehmchen. Sieht ein bisschen kultiviert aus, aber hier sind mehrere Brutkolonien von Kormoranen drin. Graureiher sind hier auch. Und hin und wieder lässt sich sogar der Fischadler hier blicken. Auf Ehmchen leben so viele verschiedene Vögel, dass es unter Berliner Ornithologen als regelrechtes Kleinod gilt. Mehrere große Kormoran-Kolonien siedeln auf der kleinen Insel. Um Beute zu machen, tauchen sie nach Fischen. Dabei können sie bis zu 1,5 Minuten unter Wasser bleiben. Ah, die jungen Stockenten hier sind so vertraut, wollen einfach was zu fressen haben. Die Pfaueninsel mitten im Wannsee wirkt wie eine Märchenwelt. Aufgrund ihrer alten Eichenbestände und ihrer historischen Bedeutung ein Weltkulturerbe. Friedrich Wilhelm II. Ließ die einst verwilderte Insel in einen romantischen Landschaftspark umwandeln. Einige der alten Prachtbauten, darunter die Meierei von 1799, geben noch heute einen Eindruck von der königlichen Lebensart. Das hier ist schon die Pfaueninsel und da hinten kann man die alte Meierei sehen. Ich will mir die Insel mal etwas näher anschauen. Nach mehreren Stunden auf dem Wannsee ist Andreas wieder in seinem Element, Wandern. Die gepflegten Parkanlagen wurden im 19. Jahrhundert zu einer Bühne für exotische Tiere. Die Pfaueninsel war der erste zoologische Garten Berlins. Die preußischen Könige ließen hier Gehege errichten und stellten Tiere zur Schau. Zeitweise sind über 6000 Menschen pro Tag auf die Insel gekommen, um sich hier zu vergnügen. Heute ist es mit den Tieren hier deutlich weniger geworden. Es leben viele wilde Vögel hier und noch einige Pfauen. Aber die sind gar nicht so einfach vor die Kamera zu bekommen. Doch nicht nur Tiere machen den Reiz der Pfaueninsel aus. Das sieht ja wirklich sehr geheimnisvoll aus. Wie der Eingang zu einer Fabelwelt. Uralte Eiche. Selbst die Tür ist schon eingewachsen. Also wenn jetzt eine Hexe antworten würde, wäre ich nicht verwundert. Die Eiche ist uralt. Eigentlich kenne ich solche Bäume nur aus Afrika. Da werden solche Hohlräume als Vorratsbehälter genutzt. Eichen stehen auf der Pfaueninsel. Viele von ihnen blicken auf eine lange Geschichte zurück. Hallo, Sie sind aber ein außergewöhnlicher Waldspecht. Klopfen Sie den Baum hier auf Herz und Nieren ab oder was fehlt Ihnen? Na, eigentlich interessiert mich nur, ob ich höre, dass die Restwand hier vielleicht so dünn ist, dass der Ast abbrechen könnte. Das ist ja ein Riesenapparat. Das ist hier eh das Phänomen von Eichen, dass Eichen für viele immer schon tot aussehen. Dann wundern sich die Leute, das sieht ja aus wie ein abgestorbener Baum, aber außen sind ja immer noch ganz viele große grüne Äste dran und Blätter. Ah. Und das sind die wertvollsten überhaupt. Also diese geschädigten, scheinbar absterbenden oder fast schon toten, das sind die, die ökologisch überhaupt am interessantesten sind. Also das Holz hier der Eiche sieht ja unglaublich aus, wie Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Kann aber nicht sein, ne? Nein, das sind Ausbohrlöcher vom Heldbock, allerdings Jahrzehnte alt. Also ein Heldbock ist der große Eichenbock. Das sind diese Käfer mit diesen riesig langen Antennen, ne? An sich schon sehr lange Käfer und dann noch mit sehr langen Antennen, ja. Der Heldbock ist einer der größten Käfer Mitteleuropas. Seine gigantischen Fühler mitgerechnet, wird er bis zu 15 cm lang. In Deutschland ist der Riesenkäfer vom Aussterben bedroht. Doch in einigen Berliner Parks hat er überlebt. Zu seinen Lieblingsspeisen gehört totes Holz. So hat er auch in den Eichen der Pfaueninsel kräftig gewütet. Nach ein paar Jahren ist der Baum ausgenagt. Der Heldbock sucht sich ein neues Opfer. Der Baum hat das gewissermaßen überstanden, wenn auch um den Preis, dass das jetzt hier alles erstmal abgestorben ist. Aber hier versucht er das auch schon
ein Stück weit zu überwallen. Das ist das Einzige, was ein Baum machen kann, wenn er geschädigt ist. Er kann ja nicht weglaufen. Er muss sich reparieren. Da ruft ein V. Da ist ein V. Tatsächlich. Also dann noch viel Spaß beim Bäume abklopfen weiterhin und viel Erfolg vor allem. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Endlich entdeckt Andreas auch seinen V. Einst gab es auf der Insel etliche der schmucken Exoten. Doch seit dem Mauerfall kommen hungrige Füchse aus dem nahen Brandenburg. Vermutlich haben diese schwimmenden Räuber den Bestand dezimiert. Also manchmal geht's im Tierfilm schon seltsam zu. Sucht man den halben Tag hier auf der Pfaueninsel nach einem V. Und wo finde ich ihn? An der alten Orangerie. Dieser junge Pfau ist einer Handaufzucht, an Menschen gewöhnt. Vielleicht sucht er den Schutz der Gebäude. Andreas lässt den Wannsee erst einmal hinter sich. Auf zu neuen Abenteuern, mitten in der Stadt. Ein ehemaliger Rangierbahnhof zwischen den Stadtteilen Tempelhof und Schöneberg. 1986 wurde in einer Übereinkunft zwischen dem Berliner Senat und der Ostdeutschen Reichsbahn die Nutzung eingestellt. Eine Industriebrache. Mein Großvater, der war Lokführer, noch auf einer alten Dampflok. Und wenn der sowas hier gesehen hätte, wäre er entsetzt gewesen. Das ganze Gebiet hier nennt sich das Schöneberger Südgelände. Das war ein großer Rangierbahnhof. Und wenn ich mir das hier so angucke, die Birken sind 35, 40 Jahre alt. Die alten Buchenschwellen hier fangen an zu verrotten. Man hat den Eindruck, hier hat sich die Natur wieder das zurückgeholt, was ihr zusteht. Hallo, ich glaube, Sie müssen Herr Kieling sein. Ja, grüße Sie, hallo. Ja, freut mich, dass Sie jetzt hier in Berlin eingetroffen sind. Und wir werden uns gemeinsam umgucken auf dem Schöneberger Südgelände. Und ich hoffe, dass wir die Gottesanbeterin wollen Sie mir zeigen. Genau. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Die Lok ist übrigens auch klasse, ne? Ja, stimmt. Das ist ein wunderbares Exemplar. Bernd Machazzi kennt die seltenen Tiere auf dem Südgelände. Ja, genau. Das ist die Zauneidechse. Die gibt es hier in großen Mengen. Dort, die sonnen sich jetzt bei dem Wetter am Vormittag, tanken die Wärme auf. Interessant ist halt an ihr, sie hat schon mal ihren Schwanz verloren. Die haben ja eine sogenannte Sollbruchstelle. Wenn sie von Feinden attackiert werden, bricht der Schwanz da ab, wächst noch mal nach. Allerdings nie wieder so schön und lang, wie er ursprünglich mal war. Die Tiere lassen sich vom modernen Schienenverkehr nicht stören. Da fliegt ein Neuntöter an der Ecke. Ja, das ist recht bemerkenswert. Weil so häufig ist er ja gar nicht. Und es ist eine ganze Familie. Die haben auch noch Junge. Das hört man an diesen typischen Geräuschen, diese Quäken. Ja. Ja, und sind ja auch vor allem auf Insekten und zum Teil sogar auf kleine Säugetiere spezialisiert. Ja, genau. Fängt wahrscheinlich hier auch die ein oder andere Zauneidechse mal weg. Das ist ein ideales... Und spießt sie auf. Doch die größte Überraschung steht noch bevor. Da ist noch eine. Gottesanbeterinnen. In Deutschland eine Rarität. Das ist ein Weibchen. Ein Weibchen. Also so groß hätte ich sie mir nicht vorgestellt. Ja, das ist hier ein ausgewachsenes Tier, das sieht man. Dieses hier? Ja, genau. Die Flügel sind entwickelt. Und die Größe hat es auch erreicht von ungefähr so 6 cm. Und da sieht man, das Männchen ist doch etwas kleiner. Also ich kenne das eigentlich aus tropischen Ländern, dass Gottesanbeterinnen sehr brutale Insekten sind und ihre gefangene Beute regelrecht bei lebendigem Leibe auseinanderschneiden und zerpflücken. Ich habe da gelegentlich zugeguckt. Das sieht wirklich ganz hart und gemein aus, wenn die Tiere auffressen, die sie eingefangen haben. Ja, soll ich das Männchen mal dazu setzen? Naja, lieber nicht. Das würde ich vielleicht nicht machen, aber... Vielleicht gibt es hier noch eine Paarung auf meiner Hand. Ich glaube, das gibt dann eher Stress, oder? Also obwohl das ursprünglich keine einheimischen Arten waren, stehen sie trotzdem unter Schutz. Also ich dürfte die beiden jetzt nicht mit in mein Terrarium nach Hause nehmen, um Gottesanbeterin zu züchten. Nein, das sollten Sie nicht tun. Gut, dann lassen wir sie den wieder frei. Den geht es auch hier viel besser. Fängt als schon an zu balzen. Ja, ist wohl eher der Wind. Aber den geht es besser als in Ihrem Terrarium oder in... Gut. Gut, dann setzen wir sie wieder aus. Oh. Überall ist der Fernsehturm weithin sichtbar.
Im Ostberliner Stadtteil Friedrichshain besuchen Andreas und Cleo den längsten erhaltenen Mauerstreifen der Stadt. Touristen aus aller Welt sind fasziniert von einer lebendigen Mischung aus Ostalgie und moderner Kunst. Das ist der berühmte Bruderkuss. Dieser Abschnitt der Berliner Mauer ist die größte Open-Air-Galerie der Erde. In der DDR gab es einen Witz. Du sag mal, hast du schon gehört? Erich Honecker hat sich von Margot scheiden lassen. Nee, wirklich? Ja, Leonid Brezhnev küsst besser. Wer heute in der Hauptstadt entlang der alten Berliner Mauer wandert, wird erstaunt sein, wie wenig von den Relikten nur noch zu sehen ist. Ich habe extra einen Stadtplan aus den 80er Jahren dabei, auf dem die Mauer noch eingezeichnet ist. Denn hier zum Beispiel ist gar nichts mehr zu erkennen. Das hier ist Berlin-Mitte, der Kanal ist die Grenze und da drüben fängt der Stadtteil Moabit an. Fast unwirklich die letzten Zeugnisse aus dem Kalten Krieg. Der alte Grenzwachturm wirkte im schicken Berlin-Mitte wie ein Fremdkörper. Hat wahrscheinlich eine Menge zu erzählen. 20 Jahre nach der Maueröffnung erscheint die Mitte Berlins in einem neuen Glanz. Das Brandenburger Tor wurde zum Symbol der Einheit. Andreas ist im Regierungsviertel unterwegs. Auf einer besonders exklusiven Expedition. Ich bin jetzt im Garten der Bundeskanzlerin und hier hinten in den Bäumen sind schon die ersten Dullen gelandet. Die übernachten da. Berlin ist insgesamt sehr grün und dementsprechend auch sehr wildreich. Wobei die meisten Tiere, die hier vorkommen, sehr dämmerungs- und nachtaktiv sind. Waschbären zum Beispiel, Füchse, Steinmarder und auch viele Eulenvögel. Und auf die will ich jetzt mal auf die Pirsch gehen. Diese Brücke über die Spree dürfen eigentlich nur hohe Regierungsbeamte betreten. Doch für passionierte Tierfilmer macht die Kanzlerin schon mal eine Ausnahme. Tja, über diese Brücke hier soll der Fuchs manchmal gehen. Cleo musste leider draußen bleiben, durfte nicht mit, weil Cleo hätte bestimmt den Fuchs hier aufgestöbert. Einige haben ihn hier schon gesehen. Wahrscheinlich kommt er heute erst in der Dunkelheit. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Da kann die Bundeskanzlerin auch nichts für. Selbst in einem der gepflegtesten Gärten Berlins sind wilde Tiere zu Hause. Für Fuchs und Marder etwa sind Mauern und Zäune keine unüberwindbaren Hindernisse. Wenn man Tiere entdecken will, muss man natürlich ihre Gewohnheiten kennen oder das Fährtenbild lesen oder die Exkremente, die sie hinterlassen oder irgendwelche Fraßspuren. Jetzt ist eigentlich genau die richtige Zeit. Es fängt an, dämmerig zu werden. Da hinten ist ein Marder. Ja, ist schon wieder weg. Marder haben große Teile der Stadt erobert. Die geschickten Jäger sind die Nähe zum Menschen längst gewohnt. Und Beute wie Eichhörnchen finden sie in Parks und Gärten reichlich. Andreas durchforstet den Kanzlergarten. Im Gebüsch rührt sich etwas. Das ist der Fuchs. Er ist scheu, der Bursche. Du hast ja auch ein Bundeskanzleramt. Andreas wandert weiter, quer durch Berlin. Diesmal folgt er dem westlichen Mauerweg entlang der Havel Richtung Norden. Sein nächstes Ziel ist eine Sanddüne im Bezirk Reinickendorf. Baumberge heißt das Relikt aus der Eiszeit. Cleo freut sich über die Küstenlandschaft mitten in der Stadt. Doch das Meer sucht man hier vergeblich.
Das hier sind die Baumberge in der Nähe vom Tegeler See. Nicht mal viele Berliner wissen, dass hier Dünen sind. Der Ursprung dieser Dünen liegt natürlich im Berliner Urstromtal, wo sich in der letzten Eiszeit jede Menge Sand, Geröll und Schutt abgelagert haben. Durch eine sehr starke Windeinwirkung ist der feine Flugsand hier hochgetrieben worden. Der Sand ist hier so fein, dass er fast wie Staub in der Hand zerrinnt. Sandflächen sind eine wichtige Lebensgrundlage für wärmeliebende Pflanzen und Tiere. Um Berlin herum gibt es natürlich viel mehr Dünenlandschaften, aber die sind alle begrünt. Da wachsen Kiefern und Birken. Aber diese hier ist etwas ganz Besonderes. Hier hat nämlich das Militär als Landschaftsgestalter fungiert. Die Franzosen hatten hier einen Truppenübungsplatz. Und die großen Fahrzeuge haben diese Düne offen gehalten. Insofern wachsen hier einige Dünengräser und das Ganze wurde zum Naturschutzgebiet. Einer der Profiteure ist der seltene Sandlaufkäfer. Ameisen gehören zur bevorzugten Beute des schnellen Läufers, der bei der Jagd auf bis zu 2 Stundenkilometer beschleunigt. Auch die Spree zieht sich quer durch Berlin und teilte früher West und Ost. Andreas zieht es in den Nordwesten der Stadt. Auf dem Weg nach Pankow landet er in Kladow. Der verschlafene Hafen lag zu DDR-Zeiten direkt im westlichen Grenzgebiet. Für viele seltene Vogelarten hatte die isolierte Lage Vorteile. Wenn man eine Wanderung um Berlin entlang der alten deutsch-deutschen Grenze macht, stößt man immer wieder auf Wasser. Es will gar nicht enden. Flüsse, Seen, Kanäle, alles ist da. Ich bin hier im Hafen von Kladow und ich treffe jetzt einen Mann, der sich den Rauchschwalben verschrieben hat. Die wendigen Flieger hatte Siegfried Hirsch schon zu DDR-Zeiten im Visier. Hallo, Herr Hirsch. Ja, hallo. Gar nicht so einfach, Rauchschwalben mit dem Fernglas zu verfolgen, so schnell wie die fliegen. Oh nein, derartig fix, dass man das gar nicht... Fliegen einmal förmlich aus dem Glas heraus. Das ist besser, als man schaut so. Warum haben Sie sich denn so kleinen Vögeln verschrieben? Also hier gibt es so große charismatische Vögel wie Seeadler, Fischadler, Graureiher, Kormorane, Störche und dann ausgerechnet Rauchschwalben. Reiner Zufall. Weil als dieses Gelände hier neu hergerichtet wurde, bin ich zufällig hierher gekommen und denke, und da sehe ich, dass also da Rauchschwalben übers Wasser immer hin und her fliegen und unter den Steg gehen, auf der anderen Seite nicht wieder vorkommen. Also ist da irgendwas im Busch. Im Busch heißt, die Rauchschwalben haben gebrütet. Und zwar unter dem Steg, was ziemlich ungewöhnlich ist. Siegfried Hirsch hat den Vögeln nach seiner Entdeckung Nisthilfen gebaut. Und Andreas will sich das Ganze mal aus der Nähe ansehen. Also ich bin wirklich mal sehr gespannt, ob die Schwalben wirklich darunter brüten, weil eigentlich brauchen die so eine bestimmte Höhe, um sich wohlzufühlen. Naja. Die müssen hier anfliegen. Ne? Die Flussfahrt nimmt Expeditionscharakter an. Jetzt müssen wir uns ganz flach machen, sonst kommen wir hier nicht unten durch. Ja. Nach ein bisschen Gymnastik schon die erste Entdeckung. Ein Teeträger ist einer und auf dem nächsten. Ach, da ist schon ein Nest. Okay. Ja. Tatsache, da ist alles voll mit Nistmaterial. Das ist das alte Nest der Schwalbe. Natürlich ausgepolstert, mit Möwenvätern sogar. Also hier ist noch das alte Nistmaterial drin von diesem Jahr. Werden diese Nester wieder benutzt, Herr Hirsch? Ja. Weil bei uns im Kuhstall bauen die Schwalben eigentlich jedes Jahr ein neues Nest. Also wir haben die ganze Wand voll mit alten Schwalbennestern. Und die alten werden komischerweise nicht mehr benutzt. Ja, ja, bloß hier, wenn die Vorgabe gegeben ist durch ein Kunstnest, dann nehmen Sie das gerne an. Ja. Weil es sind ja rundherum kaum Möglichkeiten, Baumaterial zu finden. Ach so. Das ist auch ein Nest von den Lietzen da. Ja. Da nistet. Wer brütet da? Die? Lietzen. Ach, die Schwarzen. Die Blässhühner. Blässhühner brüten, genau. In Schleswig-Holstein heißen die Zappen. Ah ja. Zappen sagen sie auch, ne, dazu. Ja. Zappen. Ja, ja. Daher kommt der Ausdruck, das ist zappenduster. Also wenn der ganze See voll ist mit Blässhühnern. Dann ist alles duster. Ich würde sagen, wir fahren wieder raus. So etwas hat der Schwan selten gesehen. Die Nester unter dem Steg sind ein Beispiel dafür, wie sich Tiere neue Lebensräume in der Stadt erobern.
Ein Abstecher nach Potsdam, Hauptstadt des Landes Brandenburg. Der Park Sanssouci mit seinen berühmten Schlössern gilt als eine der prunkvollsten baukünstlerischen Schöpfungen des 18. Jahrhunderts und ist Weltkulturerbe. Sanssouci war Sommersitz Friedrich des Großen. Schloss und chinesisches Haus ließ er inmitten großflächiger Zier- und Nutzgärten errichten. Potsdam und West-Berlin sind durch die Glienicker Brücke miteinander verbunden. Während des Kalten Krieges wurde sie zur politischen Bühne der Großmächte. Andreas folgt der Havel. Tja, es ist wirklich ein romantischer Ort hier. Dabei verlief auf diesem Weg der Todesstreifen. Ich bin jetzt auch nicht mehr in Berlin, sondern schon auf der Potsdamer Seite. Die Havel war die Grenze, heute die Landesgrenze. Schicke Häuser hier, teuerste Wohngegend von Berlin. Diese Villa hier soll ungefähr 2,5 Millionen kosten. Das Glienicker Schloss, dort hinten die Brücke, die berühmte Glienicker Brücke, auf der zu Zeiten des Kalten Krieges der Agentenaustausch stattfand. Und ich treffe mich gleich mit einem Mann, der damit unmittelbar zu tun hatte. Bin sehr gespannt. Cleo, komm. Der Austausch von Agenten war ein Medienspektakel. USA und Sowjetunion hatten sich wechselseitig auf die Freilassung berüchtigter Militärs, Spione und Regimekritiker eingelassen. Diese Bilder eines diplomatischen Drahtseilaktes gingen 1986 um die ganze Welt. Hallo, Herr Behrendt. Hallo. Heute kein Agentenaustausch? Nein, ist keiner. Grüße Sie. Ja, glücklicherweise. Aber mit dem Agentenaustausch ist das so eine Geschichte. Es gab hier eigentlich nur 3 Agentenaustausche auf der Glienicker Brücke. Ach so, ich dachte, hier wäre ein ständiges Kommen und Gehen gewesen, weil Agenten gab es ja genug. Warum wurde sowas so ganz hochoffiziell gemacht, solche Austausche? Man hätte das ja auch im Prinzip im Verborgenen machen können, so wie man es aus Agentenfilmen kennt und nicht ganz offiziell auf einer Brücke treffen. Das ist ja eigentlich der ungünstigste Ort. Na, so ungünstig ist der Ort hier eigentlich nicht. Diese symbolhafte Glienicker Brücke, auch über den Austausch Abel und Power, ja, hatte bei vielen der Vorgesetzten und auch der Obersten in allen Staaten, sagen wir in Amerika und in Deutschland und in der Bundesrepublik, natürlich nachhaltige Erinnerungen. Und da wollte man natürlich solche Ereignisse auch wirkungsvoll platzieren. Also es war ganz bewusst, dass man das praktisch Medien... Das war ganz bewusst, ja. Hans-Dieter Behrendt war zu DDR-Zeiten bei der Passkontrolle in Potsdam tätig. Also hier erkennt man an den Resten des weißen Striches, war die Brückenmitte akkurat und war sozusagen die damalige Staatsgrenze der DDR zu West-Berlin. Tja, genau die Mitte hier. Ja. Toll. Und das da hinten war Ihr luxuriöser Arbeitsplatz? In der ersten Etage, oben wo der Balkon ist, in dieses erste Fenster sichtbar, war mein Arbeitszimmer, wo ich einen wunderbaren Blick hatte auf die Glienicker Brücke. Ja, nicht schlecht. Vor kurzem hat sich der Schauspieler Tom Cruise für den Kauf der Stasi-Villa interessiert. Nach seinem Ausflug in die jüngste Geschichte sucht Andreas Erholung auf dem grünen Mauerweg in Pankow. Der 10 Kilometer entfernte Fernsehturm bietet eine gute Orientierung. Der Norden Berlins ist vergleichsweise dünn besiedelt. Eine Chance für die Natur. Die Berliner Grenze hat viele Gesichter. Die meisten sind traurig. Aber es gibt auch ein paar Kuriose, wie zum Beispiel diese Friedhofsmauer. Die Grenze verlief nämlich direkt hier. Das heißt, die Grenzer kamen zum Teil bis an diese Friedhofsmauer ran, weil sie potenzielle Flüchtlinge hier vermuteten, kletterten hier hoch und schauten hier rüber auf das Friedhofsgelände, um zu spähen,
ob hier wirklich nur Trauergäste sind oder auch Menschen, die sich auf Republikflucht vorbereiten wollten. Ich habe von jemandem gehört, der seit vielen Jahrzehnten, Sommer wie Winter, diese Kuriosität hier an der Grenze beobachtet hat. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn finden kann. Der Zeitzeuge, nach dem Andreas sucht, ist nur etwa 40 cm groß und trägt Federn. Da ist er. Das ist ein Waldkauz. Einige Menschen denken, dass Eulenvögel mehrere hundert Jahre alt werden können. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber Eulenvögel können sehr alt werden. 35 bis 60 Jahre ist keine Seltenheit. Und sie bewohnen vor allem über viele Jahrzehnte oft die gleichen Standorte, ihre Tagesruheplätze. Und so erwecken sie natürlich den Eindruck, dass sie sehr alt werden können. Und wenn so ein Standort mal wieder frei wird, dass der Altvogel gestorben ist, wird er in der Regel auch sofort von einem Jungvogel besetzt. Und das erweckt noch mehr den Eindruck, dass der immer noch da sitzt, schon seit 200 Jahren, sozusagen schon zur Friedhofschronik dazugehört. Auch der Waldkauz hat sich dem Kulturraum angepasst. Und Andreas und Cleo stehen weitere Überraschungen bevor. Naturerlebnisse am Rande einer wilden Metropole. Was Andreas aus der Ferne entdeckt, sieht aus wie eine alte Obstplantage. Schönen guten Morgen. Oh, guten Tag. Sind Sie ein Obstbauer hier oder sieht ein bisschen verwildert aus? Nee, ich bin kein Obstbauer. Ich komme hier aus einer Bezirksgruppe vom Naturschutzbund. Und das ist also eine alte, aufgelassene Plantage. Und wir ernten hier einmal im Jahr. Ja. An diesen alten Obstbäumen, ja. Interessiert sich keiner mehr hier dafür, oder? Na doch, schon, aber es war einmal ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Stadtgüter in Berlin, hier Obst zu produzieren. Und das ist also keine Streuobstwiese, wie man es kennt, sondern eine richtige alte Obstplantage. Und für die DDR war das eine ganz wichtige Produktionsstätte? Ja, also ich habe einen besonderen Bezug hierher, weil ich bei den Stadtgütern gelernt habe. Mein Beruf, ich bin Landwirtin. Oder Zootechniker nannte man das. Und immer wenn die neuen Lehrlinge kamen, wo mussten die erstmal hier zum Arbeitseinsatz in die Apfelplantage. Das wurde geerntet. Das war zum Teil Tafelobst, das auch in Seidenpapier dann verpackt wurde. Wirklich? Und das ging auch nach West-Berlin. Tatsächlich? Ja. Das ist ja unglaublich, wie voll. Hier, das ist wilder Hopfen, ne? Mhm. Ernten Sie den auch? Hin und her? Nee, ist vielleicht für die Biertrinker interessant. Ja, total. Nee, also, von vielen Bäumen haben wir den Hopfen entfernt, die wir hier also auch beernten wollen und beschnitten haben. Aber manche bleiben so. Hier brüten einen Haufen Vögel drin und erstmal begrünst den Baum. Und so kann er in Würde sterben, der alte Apfelbaum. Naja, und schmeckt gut und beruhigt. Ja. Soll ja beruhigen. Naja, habe ich noch nie probiert. Doch. Je mehr, je beruhigender. Die naturbelassene Obstplantage lockt seltene Vögel wie die Feldlerche. Und der Pirol hat im Frühjahr sogar hier gebrütet. Auch Cleo hat am Stadtrand wieder das Gefühl von ungezähmter Wildnis. Ich wollte unbedingt noch zu diesem Köpfchensee. Oder Köpkensee heißt der, ne? Köpchen, ja. Köpchen. Das ist jetzt der Köpchensee? Ja. Also von hier hat man einen guten Blick. Ja, ich habe mir größer vorgestellt. Das ist ein alter Torfstich. Wo lief denn jetzt hier die alte Berliner Grenze lang? Die West-Berliner Grenze, kann man die von hier oben sehen? Na, man kann sie sehen, wenn man weiter rüber gehen würde. Wäre sie also Richtung Westen. Aber da, also dort war direkt das Sperrwerk, aber das hier war schon Grenzgebiet. Das heißt, mit diesem See, da gab es immer so, das war so ein bisschen Gemunkel. Und man sagte, hier gibt es einen See, hier soll es einen See geben. Und eine Graureiherkolonie, also als ich jünger war, wurde immer nur gemunkelt, hier gibt es einen See. Der war auch nicht verzeichnet, wir kannten den nicht und man kam hier auch nicht ran, weil es, wie gesagt, eben schon Sperrgebiet war. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen hier am Köpfchensee mir zu wandern. Auch. Hm? Und habe auch wieder was dazugelernt. Schön. Ja, du auch, ich weiß. Ist gut. Ja. Alles Gute für Sie. Für Sie auch. Einen schönen Tag, eine schöne Wanderung. Danke. Tschüss. Tschüssi.
die offenen Landschaften um Pankow bergen noch mehr Schätze. Andreas hat von Wartvögeln erfahren, die im ehemaligen Grenzgebiet Rastplätze gefunden haben. Feuchtgebiete, die es vor der Wende noch nicht gab. Als Naturfreund ist es für mich immer wieder erstaunlich, wie schnell vor allem Vögel neu geschaffene Biotope, ganz speziell Feuchtgebiete, für sich nutzen und zum Teil auch darin siedeln. Der Lietzengraben ist ja eigentlich erst ein sehr junges Gebiet. Vor 20 Jahren waren hier noch große Rieselfelder. Hier wurden Fäkalien aus den Kläranlagen eben eigentlich verklappt. Mittlerweile hat sich das Ganze wieder zu einem Feuchtgebiet entwickelt, ist renaturiert worden. Naja, und die Vogelarten, die mittlerweile hier vorkommen, auch noch nicht als Brutvogel, aber zumindest als Durchzügler, das ist schon sehr beeindruckend. Säbelschnäbler bewohnen eigentlich das Wattenmeer der Nordsee. Doch während ihres Zuges nach Süden sind sie auf Feuchtgebiete im Binnenland angewiesen. Zufällig trifft Andreas auf eine Gruppe von Hobby-Ornithologen. Die Vogelfreunde sind begeistert von den vielen neuen Arten am Stadtrand von Berlin. Und schon spannend. Schönen guten Abend. Schon. Guten Abend. Nicht erschrecken. Schon spannende Sachen beobachtet heute Abend. Ich habe gesehen, es sind Limikolen. Aber genau. Was für welche kann ich mit meinem Glas nicht sehen? Das kann, durch das Spektiv kann man es erkennen, aber nur, wenn man gut ist. Das sind Alpenstrandläufer. Bin mir ziemlich sicher. Schauen Sie, doch, schauen Sie mal, bitte. Ja. Wartvögel sind nicht immer leicht auseinanderzuhalten. Ich weiß, dass es am schwierigsten im Herbst ist. Ja. Würden wir jetzt im Frühling hier stehen, würde ich Ihnen das ganz genau sagen können. Genau, das müssen wir nämlich dem Zuschauer mal erklären. Also momentan haben alle Vögel kein Balz- oder Prachtgefieder. Das heißt, die sind jetzt alle im Schlichtgefieder. Und dementsprechend sind sogar die Enten, die da hinten auf dem Teich sind, sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Aber das ist ja wirklich... Wieder eine seltene Entdeckung. Naja, Waldwasserläufer. Ich sage Waldwasserläufer. Ja? Ich bin mir aber nicht sicher. Soll ich ein Buch holen? Ja, wenn Sie gerne, wenn Sie ich eins dabei ein haben. Ich hole ein Buch und dann gucken wir nach Wald. Lieber auf Nummer sicher gehen. Guck mal, Bruchwasser, Waldwasserläufer. Also das kann ja Wald und der ist ziemlich weiß da unten. Ja. Könnte ja gewesen sein. Die Hauptstadt wird grün. Nach dem Mauerfall haben sich Tiere und Pflanzen neue Nischen erobert. Andreas freut sich jetzt auf die wilde Grenze im Norden Deutschlands. Von der Elbe bis zur Ostsee. Die letzte Etappe bis zum Ziel. Er ergründet geheimnisvolle Tiefen, trifft seltene Flugakrobaten und merkwürdige Exoten.